Ja, wir sind am Stand von Bruder angelangt und das ist natürlich ein fränkisches Unternehmen. Ich habe ja auch den Geschäftsführer gleich hier neben mir stehen. Das ist Paul-Heinz Bruder in diesem Fall. Und ich freue mich natürlich hier auch auf ganz viele Neuheiten, die Sie präsentieren auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Was gibt's denn Neues? Ja, Neuheit ist vor allem zu nennen unser neues Ambulanzfahrzeug, passend mit entsprechenden Figuren ausgestattet und Blaulicht, Sirenensound. Es kommt sehr gut an. Dann zum anderen einen Dodge Ram, einen Pickup-Truck, der speziell für unseren US-Markt konzipiert ist, aber natürlich auch sehr beliebt in Europa mittlerweile. Dann die Traktorserie wurde erweitert durch zwei Modelle und auch die LKW-Serie mit neuen Fahrzeugen für die Baustelle wie Betonmischer sowie auch für andere Transportzwecke, Tank-LKW mit Anhänger und dergleichen. Ja, ein ganz breites Programm, das Sie hier haben, ganz tolles Sortiment. Natürlich auch die Bauhelme dazu sehe ich hier, die kleinen Accessoires, die gehören dazu. Und Sie haben es gerade schon erwähnt, natürlich auch der Sound, ganz wichtig. Genau, weil Kinder möchten halt die Realität nachspielen und speziell bei Einsatzfahrzeugen geht es eben ohne den Sound, das Tatütata und das Blinklicht, ohne dem geht's nicht. Ja, ich sehe, Sie lächeln hier ganz verzückt und sind auch ganz happy. Ich bin's auch, ein toller Stand, sehr viel Farbe. Haben Sie ein persönliches Lieblingsprodukt? Ja, das ist unser neuer Pickup-Truck. Also der schaut schon ganz toll aus und lädt zum Geländefahren ein. Und der gefällt mir schon auch sehr gut. Ja, also auch das Passende nicht nur für die Kleinen, auch für die großen Männer hier in der Halle auf der Spielwarenmesse. Wir erkunden weiter und ich sage ganz herzlichen Dank an Herrn Bruder. Ja, vielen Dank auch für Ihr Kommen und alles Gute.